Guten Abend, Herr Gingrich. Guten Abend, Frau Mayer. Wir haben eben im Film gesehen, was auf der Ebene Politik verhandelt wurde. Uns interessiert auch die menschliche Ebene. Es geht in erster Linie um die Verständigung. Was kann denn die Ethnologie als eine kleine Wissenschaft dazu beitragen? Die Möglichkeiten sind viele. Die Frage ist, welche Mittel wir dafür bekommen. Aber als Aufgaben würde sich stellen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Dialoge in die Gesellschaft hinausgetragen werden, von den Konferenzen der Politiker und Theologen weg hinein in die Nachbarschaften, weg hinein in die Öffentlichkeit, zum Beispiel zu Treffen von Verbänden, von Berufsgruppen. Für so etwas braucht man viel Geduld und einen langen Atem, und da kann die Ethnologie wie andere kleine Fachdisziplinen, die Islamwissenschaften etwa, einiges beitragen. Aber kann denn zwischen zwei so unterschiedlichen Welten eine Verständigung hergestellt werden? Die eine Welt ist ja ganz auf Individualismus ausgerichtet, die westlich-christliche Welt, die andere auf Gemeinschaft, die muslimische Welt. Das stimmt sicher. Und in jedem kulturell-sozialen Konflikt wie diesem, das muss man einfach sehen, braucht es manchmal Jahre. Denken Sie nur daran, wie lange die annähernde Bewältigung der sogenannten Rassenkonflikte in den USA seit den frühen und mittleren 60er Jahren gedauert hat. Auch hier ist es so, dass man sich zunächst auch der Unterschiede bewusst sein muss. Was versteht man in Europa primär unter einem Individuum und einer Person etwa? Was versteht man im Islam unter einem Individuum und einer Person? Um dann auch unter Benennung und Aufwerfung der heiklen und schwierigen Punkte die Brücken für Verständigung und für ein Miteinander, das ja Respekt und nicht nur Toleranz umfassen sollte, herzustellen. Es ist immer wieder die Rede von Toleranz. Erstaunlich ist eigentlich, dass gerade die westliche Welt, die sich ja so viel auf die Toleranz und auch auf die Liberalität einbildet, dass gerade die eine so starke Abwehr zeigt, gerade auf die muslimische Individualität. Das ist richtig, und für die Betroffenen ist es ja oft so, dass das Wort Toleranz nicht nur diese positiv aufklärerische Komponente hat, sondern auch etwas fast Negatives. Jemanden tolerieren heißt ihn ja geradezu nicht respektieren, sondern ihn gerade noch sein lassen. Und da liegt schon ein Teil dieser westlichen Abwehrhaltung verborgen. Es geht darum, dass man sich in seinen Unterschieden nicht nur begreift, um sich voneinander abgrenzen zu können, sondern auch, indem man aufeinander zugeht. Und bei diesem Aufeinanderzugehen gilt es auch für beide Seiten zu verstehen, dass man sich im Dialog verändern kann und auch verändern muss. Sie sprechen ja auch von vielen jungen Männern, muslimischen Männern, die jetzt eben in der Krise sind. Ganz aktuell kann man da vielleicht die Männer nennen, die in London die Anschläge angeführt haben, die Aufständischen in Paris jetzt ganz aktuell. Wenn man sich jetzt nochmals Ihre Analyse anschaut, wie lautet da der konkrete Lösungsvorschlag auf die aktuelle Situation bezogen? Jede Therapie braucht zunächst eine Diagnose. Die Diagnose lautet aus meiner Sicht, die islamischen Identitäten sind insgesamt in einer Krise und die jungen Männer heute sind gleichsam das Seismograph, der deutlichste Anzeiger dieser Krise, weil sie besonders stark Verpflichtungen haben, sowohl gegenüber der Glaubensgemeinschaft wie gegenüber den Familien. Unter dem Druck stehen sie durch verändernde Geschlechterbeziehungen genauso wie durch die politisch instabile Situation in ihren Herkunftsregionen, aber eben auch in Europa. Und in so einer Situation geht es darum, dass man Alternativen zum verführerischen Ideal entwickeln muss, das sich für viele junge Männer geradezu aufdrängt, in Europa, aber auch außerhalb, die aus dem islamischen Bereich kommen. Das verführerische Ideal ist das eines Kriegers, der sich aufopfert für seine Gemeinde und glaubt, damit etwas Gutes zu tun oder sich heroisiert dabei. Alternativen zu diesem militanten Ideal des jungen Mannes
müssen erst entwickelt werden, die sind nicht vorhanden, weil die Möglichkeiten, die Europa seinen eigenen jungen Männern der Mehrheitsbevölkerung bietet, die werden den jungen Männern der muslimischen Minderheiten in England, in Frankreich und anderswo nicht geboten. Herr Gingrich, lassen Sie uns am Schluss... Da wird Gleichheit versprochen. Lassen Sie uns am Schluss noch ganz kurz auf die westliche Kultur schauen, auf den westlichen Individualismus. Was muss sich denn da ändern? Ganz kurz. Auch auf unserer, auf der Seite der westlichen Gesellschaft muss im Dialog ein Schritt des Individualismus, der rabiat nur nach egoistischen Motiven strebt und wahrscheinlich ein Produkt der Desolidarisierung der letzten 10, 15, 20 Jahre war und ist, müssen Änderungen herbeigeführt werden, die eben in einer Resolidarisierung wahrscheinlich am besten anzusprechen sind. Herr Gingrich, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen.